Ich Google übersetze Minecraft Mobs 1000 Mal und was dabei rauskommt, muss ich in Minecraft einfügen. Heute Fuchs, der zu Schnabel wurde? Okay, ich habe mich dazu entschieden, Perry das Schnabeltier zu machen, weil er hat ja zumindest einen Schnabel. Angefangen habe ich mit dem Kopf, den Schwanz etwas flacher gemacht, ihm die bekannte Farbe verpasst, dann der Schnabel, diese losten Augen, dann habe ich dem Schwanz noch eine Textur verpasst und dann habe ich noch diese drei abstehenden Haare am Kopf gemacht. Bin ich eigentlich recht zufrieden mit. Okay, ich bin jetzt echt gespannt, wie der im Spiel ausschaut. Oha, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Seit wann kann Perry Sitz machen? Ich finde, das kommt in den echten schon ganz schön ähnlich. Was ist hier los? Perry ist schon auf geheimer Mission oder was? Der holt sich den Hasen. Und den zweiten auch noch. Okay, Perry ist ja eigentlich ein Fuchs, also müsste er SpongeBob angreifen. Komm, SpongeBob, renn weg. Ne, hat er nicht geschafft. Schauen wir uns nochmal 50 Perrys gegen 50 SpongeBobs an. Wer gewinnt wohl? Man soll die Hühner doch wegfliegen. Sind doch auch eigentlich Vögel, ne? Ja, eindeutiger Sieg. Deshalb würde ich Perry eine 7 von 10 geben.